Thank you.
Thank you.
Meine Damen und Herren, es freut mich, dass Sie zu unserem kleinen Adventskonzert hier hergefunden haben oder streamingmäßig dabei sind. Es spielen zwei Musiker, die Solopositionen in ihren Orchestern innehaben. Henrik Wiese, Soloflötist des Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks, und Mischa Meyer, Solocellist des DSU, des Deutschen Symphonieorchesters Berlin. Sie sind freiwillig ins Judenhaus gekommen, um hier zu musizieren, und wir sind Ihnen sehr dankbar. Die Bach-Suite muss an dieser Stelle vielleicht nicht erklärt werden. Die beiden Werke von Jun vielleicht doch. Die Ost-West-Miniatur 1, die Sie eingangs hörten, ist ein Auftragswerk von Dr. Paul Eubel, dem Leiter der Goethe-Institute in Osaka, dann Turin und zuletzt Luxemburg. Eubel hatte eine Publikationsreihe erfunden, in deren Zentrum ein Text oder ein Gedicht von Johann Wolfgang Goethe stand, auf das sich ein zeitgenössischer Komponist und ein bildender Künstler einlassen sollten. Das, was da entstand, die Handschrift einer Komposition mit ein oder zwei Seiten und eine Zeichnung oder dergleichen, sollte Bezug nehmen auf dieses Gedicht. Zu der Publikation gehörten auch Kommentare einer Musik- und einer Kunstwissenschaftlerin. Jun und der ukrainische Künstler Igor Kopizianski sollten sich beziehen auf Goethes Gedicht Ginkgo Biloba aus dem westöstlichen Divan. Das ist ein Liebesgedicht an Marianne Willemer und reflektiert ein Stück Natur, nämlich die Form eines Blattes, des Ginkgo-Baums. Das jugendliche Blatt ist tief eingeschnitten und sieht daher zweiteilig aus. Beim ausgewachsenen Ginkgo-Blatt verkleinert sich der Spalt und die beiden Seiten wachsen zu einer fächerförmigen Einheit zusammen. Goethe formuliert das so: Ist es ein lebendig Wesen, das sich in sich selbst getrennt? Oder Alternative, sind es zwei, die sich erlesen, dass man sie als eines kennt? Also das jugendliche Blatt, das alte Blatt, er versteht natürlich darunter sich und Marianne Willemer. Jun übersetzt das in ein Werk für zwei Instrumente, die Oboe oder Klarinette oder Flöte, symbolisiert das Östliche, das Violoncello, das westliche Instrument. Und Jun bringt das in eine zweiteilige Form mit einem Höhepunkt in der Mitte. Es gibt hier auch eine klangliche Entsprechung, der Versuch einer Verschmelzung oder wenigstens doch Annäherung der beiden Instrumente. Und die Form, vor allem des zweiten Stücks, hat doch auch, das auch eine Reprise hat, kann sogar als dreiteilig angesehen werden. Die Verhältnisse sind also mit Absicht, wie stets bei Jun, nicht ganz eindeutig. Das gehört zu seiner Ästhetik. Die zweite Ost-West-Miniatur, die Sie am Schluss hören, ist eine stark ausgezierte, verzierte Version der ersten. Sie erklingt abschließend und ist ebenfalls 1994 als Geburtstagsgeschenk entstanden für Ulrich Eckert, den langjährigen Intendanten der Berliner Festspiele,
der sich stets für Yun eingesetzt hat. Um die chinesischen Bilder gab und gibt es immer wieder Missverständnisse. Es handelt sich ebenfalls um ein Spätwerk Isang Yuns, 1993 in Hohe Geis im Harz entstanden. Die Bilder entstanden als ein Auftragswerk von Walter von Hauwe für Blockflöte. Doch wünschte Yun ausdrücklich auch, dass sie auf Querflöten gespielt werden. Sie heißen chinesische Bilder und nicht koreanische oder japanische, weil sie auf eine Maltradition Bezug nehmen, die aus China stammt. In die Enge gedrängt, welche Bilder er denn meine, der ursprüngliche Titel lautet »Vier altchinesische Bilder«, sagte Yun, die Bilder hätten in seinem Elternhaus in Tongyeong gehangen und seien verloren gegangen. Deutlich sind die Bezugnahmen auf die chinesische Kalligraphie und Tuschmalerei und auf den Buddhismus, im vierten Bild insbesondere auf den Zen-Buddhismus. Das erste Bild, »Der Besucher der Eremitage«, später veröffentlicht unter dem Titel »Der Besucher der Idylle«, meint einen Rat und oder Ruhesuchenden, der einen Einsiedler aufsucht, wobei die Einsiedelei traditionell in Asien hoch oben in den Bergen gelegen ist, über den Städten. Im zweiten Bild, oder fern von den Städten, im zweiten Bild, der Eremit am Wasser, richtet sich der Blick vom Besucher auf den Einsiedler, der am Wasser sitzend meditiert. Dahinter gibt es die Anekdote, der Mönch war in der Stadt und muss nun seine Ohren und seine Seele reinigen. Das dritte Bild, der Affenspieler, verweist auf die Musik der No-Tradition, vielleicht zum Auftritt des Schiete, der in der Gestalt eines Verstorbenen aus dem jenseitigen Raum zurückkehrt. Es ist eine Musik der Verwandlung. Das Affenspiel, koreanisch Sarugaku No, ist eine Vorform des No-Theaters, das von China über Korea nach Japan gekommen ist. Den einzigen direkten Verweis auf ein Bild, das im Yun-Haus hier in Klado hing und real existierte, ist also das vierte Bild, die Hirtenflöte. Es ist ein typisches Zen-Stück, langer Ton mit Pause, also einer abschließenden Pause, die weit in den Raum hineinklingt. Es handelt sich bei diesem Bild um das sechste Bild des zehnteiligen, also das Bild Nummer 4 ist das Bild Nummer 6 des zehnteiligen Zyklus, Zen-Zyklus, der Ochs und sein Hirte. Dieser Zyklus besteht aus Bildern, deren Motive feststehen, auch wenn sie von verschiedenen Malern stammen können, und aus Texten sowie Auslegungen dieser Texte. Yuns viertes Bild, die Hirtenflöte, entspricht dem sechsten des Zyklus der Ochs und der Hirte. Es hat einen abweichenden Titel, nämlich die Heimkehr auf dem Rücken des Ochsen. Die Darstellung des Hirten, der auf dem Rücken des Ochsen die Flöte bläst, symbolisiert einen bestimmten Bewusstseinszustand, bei dem Hirte und Ochs, also der Mensch und seine inneren Widerstände, vereint sind. Ich zitiere, der Kampf ist schon vorüber, auch Gewinn und Verlust sind zunichte geworden. Der Hirte singt ein bäuerisches Lied der Holzfäller und spielt auf seiner Flöte die ländliche Weise des Dorfknaben. Er sitzt auf dem Rücken des Ochsen und schaut in den blauen Himmel. Ruft ihn einer an, so wendet er sich nicht um. Zupft ihn einer am Ärmel, so will er nicht halten. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
Musik.